Nachdem der Pirat alleine durch den Anblick des Destroyer die Flucht ergriffen hatte, lotste Claudia Scarlett mit ihrem Frachter zum Hangar. Scarlett hatte das Gefühl, als würde sie auf dem Flugfeld von Antara landen. Die Größe dieses Schiffs war überwältigend für Scarlett. Ist der Hangar groß? Wozu braucht ihr so ein großes Schiff? Das ist nicht bloß ein Schiff, das ist unsere Heimat. Habt ihr keinen Heimatplaneten? Nicht wirklich. Scarlett war dankbar für die selbstlose Hilfe von Claudia, noch wusste sie nicht, was der Destroyer Durox wirklich war. Was hat mein Papa? Die Schilde eures Transporters wurden von einer Anomalie durchschlagen. Du hattest Glück, dass du nicht bei ihnen gestanden bist, sonst hättest dich vermutlich auch erwischt. Wie schlimm ist es, Doktor? Wird mein Papa wieder gesund? Es werden alle vier wieder gesund, jedoch braucht das seine Zeit. Wie lange kann ich nicht genau sagen, ich muss sie alle 2 Stunden mit dem DNA-Sequenzer stabilisieren. Da dies in wachem Zustand sehr schmerzhaft ist, halte ich sie in einem künstlichen Koma. Was mache ich jetzt? Erst einmal zeige ich dir das Schiff. Ich bringe dich zu den Wohnquartieren, gebe dir ein Apartment. Du bleibst natürlich so lange bei uns, bis dein Vater und eure Mannschaft wieder genesen sind. Darf ich dann auch die Brücke sehen? Ich denke ja. Doch die letzte Entscheidung hat der Captain, so gut wie ich sie kenne, wird sie dem zustimmen. Sie? Dein Captain ist eine Frau? Der überwiegende Teil der Besatzung ist weiblich. Komm, ich zeige dir das Schiff. Jetzt hieß es abwarten. Scarlett wusste, wenn die Fracht des Transporters nicht rechtzeitig in den Minen ankommen würde, müsste ihr Vater Strafe bezahlen. So war der Vertrag. Zögerlich fragte sie Claudia um Hilfe. Wie bekomme ich jetzt die Ladung in die Minen? Wenn die Ladung nicht rechtzeitig in den Minen ist, muss Papa den ganzen Ausfall bezahlen. Bis wann muss die Ladung deines Transporters am Zielort sein? Wir haben genau 2 Zyklen Zeit. Und was ist, wenn wir dir helfen? Unser Schiff ist schneller wie euer Transporter. Würdet ihr das wirklich für mich tun? Wir erforschen diesen Sektor, er ist neu für uns. Es ist vollkommen egal, wo wir beginnen. Papa braucht das Geld dringend. Er muss die Maschinen überholen lassen. Er sagt zwar, das hat noch Zeit. Ich soll dafür in die Akademie auf Antara gehen. Er denkt nie an sich selbst. Seit wir 2 alleine sind, benimmt er sich so. Im Gespräch mit Scarlett erfuhr Claudia, dass Scarletts Mutter offenbar verstorben war. Noch während sie mit Scarlett den Korridor des Schiffs entlang ging, bat sie um Erlaubnis bei Captain Beatrice, Scarlett helfen zu dürfen. Was von Captain Beatrice natürlich erlaubt wurde. Alleine? Mama ist sehr krank geworden. Das war vor 1 Jahr. Papa sagte, sie musste gehen. Ich verstehe. Möchtest du auf die Akademie? Ja, aber ich möchte nicht, dass Papa darunter leidet. Ich zeige dir etwas. Glaube mir, so etwas hast du noch nie gesehen. Claudia fühlte mit Scarlett. Das Mädchen hatte in ihrem kurzen Leben schon sehr viel mitgemacht. Claudias Ziel war es, einen positiven Ausgleich zu schaffen. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in einer der 48 Wohnsektionen. Es gibt ähnlich wie in einer Stadt verschiedene Sektionen oder Stadtteile. Der Destroyer Durox wurde als Staatsschiff für eine untergehende Welt gebaut. Ein monumentaler Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte. Es wird von uns als eigenständiger Staat betrachtet und hat alle Funktionen und Merkmale einer autonomen Nation. Das Schiff wurde mit einer Vielzahl von Ressourcen und Einrichtungen ausgestattet, um die Besatzung auf ihrer intergalaktischen Mission vollständig autonom zu versorgen. Ich verstehe. Jetzt macht die Größe auch Sinn. Du kennst dich sehr gut aus hier. Welche Funktion bekleidest du? Ich bin das Schiff, genau genommen, ich bin die KI des Schiffs. Dann bist du ein Roboter. Ich bin eine lebende KI. Um dies zu verstehen, musst du die Geschichte unserer Entstehung genau kennen. Wenn du möchtest, erzähle ich sie dir nachher beim Essen. Ja, sehr gerne. Warum sind wir eigentlich hier? Weil ich möchte, dass du dir etwas ansiehst, das du mit Sicherheit noch nicht gesehen hast. Du kennst als Höchstgeschwindigkeit mit Sicherheit Hyperdrive. Wir können jedoch auch Sprungtore öffnen. Dieser Anblick ist wirklich jedes Mal etwas Besonderes.
Ich bin gespannt. Ein Sprungtor. Das habe ich noch nie gehört. Etwa zur selben Zeit, in einem entfernten Asteroidenfeld. Senkt sofort den Schild. Mein Antrieb ist total überhitzt. Was ist passiert? Hast du gewusst, dass der kleine Frachter bewaffnet ist? Davon weiß ich nichts. Ich nehme an, sie haben deine Triebwerke beschädigt. Über die Begegnung mit dem Destroyer schweigt der Pirat. Man würde ihm sicher nicht glauben. In der Zwischenzeit sind 5 Tage vergangen. Scarlett war jeden Tag mehrere Stunden bei ihrem Vater in der Krankenstation. Der Arzt ist weiterhin zuversichtlich, dass Scarletts Vater wieder genesen wird. Es ist morgens am 5. Tag. Claudia weckt Scarlett. Der Destroyer hat in den Orbit des Bergbaumondes eingeschwenkt. Es ist an der Zeit, die Maschinenteile zu liefern. Guten Morgen, Scarlett. Wir treffen uns im Hangar. Ich habe dir eine Crew zusammengestellt, damit du die Ladung auch abliefern kannst. Danke, Claudia. Ich bin schon auf dem Weg. Claudia hat für Scarlett den Commander Jack der Schutztruppe bereitgestellt. Er soll Scarlett bei der Lieferung der Fracht unterstützen. Claudia und Captain Beatrice möchten sehen, wie selbstständig Scarlett ist. Sollte Scarlett dies ohne Probleme meistern, wartet auf sie eine ganz besondere Überraschung. Hallo, Scarlett. Darf ich vorstellen, das ist Commander Jack und sein Team. Sie werden dir beim Entladen der Fracht helfen und gleichzeitig deine Schutztruppe sein. Meinen Analysen nach muss einer der Piraten oder zumindest ein Informant bei den Minen sein. Woher sollte er sonst wissen, mit welchem Frachter welche Ware geliefert wird? Ja, das stimmt. Kannst du dir vorstellen, dass die Anomalie eine Falle war? Denkbar ja. Gehen wir einfach davon aus, dass sie es können, bis wir einen gegenteiligen Beweis haben. Diese Vorgehensweise bewahrt uns vor einer Falle. Danke, Commander. Claudia, gehst du auch mit? Ich bin leider verhindert, es gibt noch ein weiteres Problem, das meine Aufmerksamkeit benötigt. Deswegen habe ich auch Commander Jack an deine Seite gestellt. Hier ist der Frachter Judy Lee. Ich befinde mich im Landeanflug. Was ist der Grund Ihrer Landung? Ich bringe gemäß dem Vertrag KDM 755077C Maschinenteile für die Minen. Äußerst routiniert fliegt Scarlett den Transporter zum provisorischen Raumhafen des Bergbaumonds. Scarlett hat in ihrer Ausbildung durch ihren Vater den Transporter schon auf wesentlich kleineren Landeflächen landen müssen. Ich erteile Ihnen die Erlaubnis, direkt in der Ladebucht zu landen. Danke, Tower. Benötigen Sie ein kostenpflichtiges Team zum Entladen der Fracht? Nein, danke. Ich habe mein eigenes Team. Die ersten kleinen Händler kommen nach der Landung aus der Deckung. Doch nachdem sich die Ladeluke von Judy Lee geöffnet hat, legen sie sofort den Rückwärtsgang ein. Commander Jack hat sich mit seinem Team in der Ladeluke postiert.